Ich bin die Heike, bin 60 Jahre alt, bin seit 5,5 Jahren beim THW. Hallo, mein Name ist Josephine, ich bin 25 Jahre alt und bin seit 9,5 Jahren beim THW. Ein Ehrenamt wollte ich machen, weil es für mich wichtig ist, mich in die Gesellschaft einzubringen und auch der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Wir werden derzeit sehr oft zu Waldbrandeinsätzen gerufen. Da zählen aber auch genauso Sturmeinsätze dazu, wenn Züge entgleist sind. Also es gibt natürlich immer mal in verschiedenen Einsatzsituationen die Zeitpunkte, wo man merkt, die Leute verstehen jetzt nicht so ganz, warum man das macht, was dahinter steht. Da kommt dann oft ein Augenrollen. Uns würde helfen, damit wir anderen besser helfen können, dass die Leute Abstand von der Einsatzstelle halten. Die Akzeptanz müssen wir uns manchmal wirklich erkämpfen. Das ist aber natürlich so, ne, gerade wenn es Unfallopfer oder Ähnliches gibt, da zählt jede Minute. Ich würde mir von den Bürgern mehr Empathie den Hilfskräften gegenüber wünschen. Ich habe immer das Gefühl, dass Menschen das mehr verstehen, wenn sie selber einmal in einer Gefahrensituation gesteckt haben, dass sie dann sagen, okay, auf die Einsatzkräfte kommt es wirklich an. Und das ist eben halt schön, wenn dann die Akzeptanz von außen kommt. Dann weißt du wieder, wofür du dir die Nächte um die Ohren gehauen hast und fährst auch die nächste Nacht wieder.